Der nächste Gast steht bereit in Frankfurt an der Deutschen Börse. Olli Roth, Kapitalmarktstratege von Close Brothers Seidler. Olli, schönen guten Morgen. In der vergangenen Woche gab es zum einen die EZB-Sitzung, die US-Arbeitsmarktdaten, alles schon Geschichte. Schauen wir voraus, mit welchen Perspektiven startet der DAX jetzt in dieser Handelswoche? Eigentlich mit ganz guten Perspektiven. Zum einen erhoffen wir uns ja auch positive Einflüsse von der ersten Sitzung der FED unter ihrer neuen Präsidentin Janet Yellen. Da hofft man so ein kleines bisschen drauf, dass es auch Signale gibt, dass man vielleicht auch das Anleiheaufkaufprogramm etwas langsamer reduziert. Und alleine das würde eben einen Zeitvorteil verschaffen. Dazu sieht es charttechnisch einfach gut aus. Wir haben die Unterstützung eigentlich gehalten, das heißt knapp unter der 9000er-Marke. Da hat sich das alles manifestiert. Jetzt haben wir erstmal 200, 250 Punkte seit dem Low wieder hinzugewonnen. All das gibt uns erstmal Optimismus, zumindest mal für den Beginn dieser Woche. Und auch heute Morgen sind wir etwas besser gestartet. Also das sieht momentan ganz gut aus, zumal ja auch die anderen Indizes weltweit sich stabilisiert haben. Und jetzt sieht es wieder eher nach einer klaren Korrektur aus, in der wir uns befunden haben. Und das wiederum könnte auch bedeuten, dass wir eben die 9400er Marke bald wieder knacken. Und wenn das passiert, dann sieht es charttechnisch besonders gut aus, eben mit neuen Allzeithochs. Aber so weit wollen wir noch nicht springen. Erstmal muss man sagen, die Woche hat gut begonnen. Und das lässt uns auf Besseres noch im Laufe dieser Woche hoffen. Können Sie ausschließen, dass die Korrektur vorbei ist? Nein, wir sind ja an der Börse. Und wenn sich hier einer heraushängt aus dem Fenster und sagt, ich weiß, wie es geht, dann ist das einfach zu viel des Guten. Man kann nur Prognosen stellen und die sind je nach Erfahrungswert eben mal besser und mal schlechter. Nein, wir sind meines Erachtens immer noch in einer Korrekturphase. Und solange wir die 9400, ja genau genommen sogar die 9500er Marke nach oben nicht durchbrechen, ist das noch Vollkorrekturmodus. Das heißt, wir sind hier vor Rückschlägen überhaupt nicht gefeit. Nichtsdestotrotz ist es schon mal wichtig gewesen, dass man eben die unteren massiven Haltemarken bei knapp unter 9000 und letztendlich auch bei der 9100 dann wiederum zurückerobern konnte und gehalten hat. Und das ist eher mal positiv und zeigt uns doch einen klaren Hinweis darauf hin, dass es eben eine Korrektur ist. Das bedeutet, dass wir eben zwischenzeitlich nur eine kleine Schwäche haben und dann wieder auf volle Fahrt vorausgehen. Wie ist denn die Lage in Asien? Wie ist die Lage in Japan? Da gab es ja die Handelsbilanz heute Morgen schon und die Leistungsbilanzen. Wie schätzen Sie das Ganze dort ein? Also grundsätzlich muss man sagen, gibt es natürlich deutliche Fortschritte in Japan unter dem neuen Ministerpräsidenten Abe, der ja ein Geldexperiment gestartet hat und zwar wahnsinnig viel Geld von Seiten der Notenbank in die Hand genommen hat oder hat in die Hand nehmen lassen, um eben die Wirtschaft auf Kurs zu bringen, um eben der Deflationsspirale zu entkommen. Da gibt es auf jeden Fall, was die Handelsbilanz angeht, aber auch was die Arbeitsmarktsituation angeht, aber auch was das Wirtschaftswachstum angeht, deutlich positive Signale. Allerdings ist man eben noch nicht aus dem Gröbsten raus. Und solange man die Deflationsspirale nicht völlig hinter sich gelassen hat, kann man eben nicht sicher sein, dass man doch noch ertrinkt. Nichtsdestotrotz sieht es in Japan im Moment eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es denn aus beim Euro zum US-Dollar? Letzte Woche der Euro relativ durchgeschüttelt worden, deutlich über 1,36, deutlich unter 1,36. Wo geht da die Reise hin und was bedeutet ein teurer Euro für die Wirtschaft hierzulande? Also zum einen muss man sagen, dass man in Europa die Euro-Krise so ein kleines bisschen wirtschaftlich zumindest hinter sich gelassen hat. Wir sind noch nicht ganz aus der Krise raus, muss man ganz klar sagen. Gerade im Bankensystem gibt es da noch jede Menge Aufgaben, die zu tätigen sind. Aber wir sind wirtschaftlich wieder hier auf Kurs und das hat den Euro stabilisiert. Das heißt, wir haben es grundsätzlich mit einem starken Euro zu tun. Die Bewegungen der letzten Tage und Wochen, die hängen eher da mit der Geldpolitik zusammen, weil die Amerikaner natürlich schrittweise jetzt doch sagen, sie wollen die Schrauben der Geldpolitik doch etwas anziehen, Anleiheaufkaufprogramm reduzieren. Damit einhergehend kann das natürlich zwischenzeitlich den Dollar stärken, aber auf sich gesehen muss man sagen, ist der Euro auf jeden Fall volle Fahrt voraus gegenüber dem Dollar. Und das wird sich natürlich auch auf die Exportwirtschaft in Europa auswirken. Gerade Deutschland wird damit auf Sicht Probleme bekommen. Und das wiederum ist ja auch meine Theorie, dass früher oder später dann eben auch die Europäische Zentralbank geldpolitisch reagieren muss, reagieren wird, damit es eben ein Gleichschritt zwischen Euro und Dollar geben wird. Generell kann man sagen, Euro, Dollar, beide auf volle Fahrt voraus, also beide stark. Im Verhältnis zueinander wird der Dollar tendenziell gegenüber dem Euro weiterhin verlieren. In diesem Umfeld, was machen wir mit dem Gold momentan?
Ja, das Gold war natürlich unser Fieberbarometer, gerade in der größten Krise seit vielen, vielen Jahrzehnten. Da konnte Gold deutlich zulegen. Letztes Jahr Gold natürlich deutlich verloren, bis zu 30% vom Hoch. Das war natürlich für viele Goldanleger alles andere als nach deren Geschmack. Jetzt haben wir natürlich eine Stabilisierung der Geldpolitik. Wir haben eine Stabilisierung der Währungen und das wirkt sich natürlich dann auch negativ aufs Gold aus. Also Gold ist weiterhin interessant, dann, wenn man beispielsweise auf eine Dollarschwäche versucht zu reagieren, dann legt man eben sein Geld in Dollar an und da kann, in Gold an. Und dann kann man eben auch damit einher punkten. Im Moment sind wir in einer Marge zwischen 1240 und 1260 Dollar pro Feinunze. In der bewegen wir uns jetzt schon auch doch einige Wochen. Erst über der 1260 kann man von einer Verbesserung der Technik, der Charttechnik sprechen. Also da passiert momentan nicht allzu viel. Und die kleineren Bewegungen, die hängen hauptsächlich mit einer Dollarschwäche respektive mit einer Dollarstärke zusammen. Auf welche Daten sollten wir in dieser Woche besonders achten? Janet Yellen, die amerikanische Notenbankchefin, die neue, die hatten Sie ja schon angesprochen. Ja, Konjunktur ist natürlich momentan an der Börse angefragt. Die Berichtssaison, die geht langsam zu Ende. Da haben wir nicht mehr allzu viel zu erwarten. Also schauen wir natürlich auf das Große und Ganze. Da haben wir Einkaufsmanager-Index, da haben wir ISM-Index. Da kommt einiges an Zahlen in dieser Woche rein. Aber das Wesentliche wird natürlich die FED-Sitzung sein und die Signale, die von dort kommen. Sollte da eben, weil es charttechnisch gut aussieht, kein Gegenfeuer kommen, dann befinden wir uns weiterhin in Richtung 9.400, vielleicht sogar in dieser Woche noch Richtung 9.500, also in die oberen Regionen dieser Korrektur und dieser Range, in dem wir uns momentan bewegen, zwischen 9.2 und 9.500 Punkten. Der Markt sieht gut aus, es kann weiter nach oben gehen. Ausschließen kann man nicht, dass die Korrektur schon ganz vorbei ist. Die Glaskugel haben wir alle nicht. Olli Roth, Dankeschön nach Frankfurt. Danke auch.